Hallo und herzlich willkommen aus dem Bayerischen Landtag. Hier ist wieder Plenum TV für TV Aktuell. Der Jahresbericht 2014 des Bayerischen Obersten Rechnungshofes ist veröffentlicht. Die Liste von Kritikpunkten ist lang. So soll zum Beispiel Kultusminister Dr. Ludwig Spänle für eine, ich zitiere, Förderung ohne Kontrolle bei der Erwachsenenbildung verantwortlich sein. Und Finanzminister Markus Söder beim Steuervollzug auf ganzer Linie versagt haben. Es gibt in dem OERH-Bericht eine ganze Reihe von Einzelpunkten, die sicher hörens- und lesenswert sind, auf die man auch reagieren muss. Insgesamt sollte man aber konstatieren, dass wir hier in Bayern eine Haushaltssituation haben, die man in jedem anderen Bundesland sich nur wünschen würde. Dass hier einzelne Punkte genannt sind durch den OERH, die man nun in besonders großartiger Weise versucht darzustellen, muss man zur Kenntnis nehmen, auch darauf reagieren, Fehler abstellen, aber das Ganze doch ins richtige Verhältnis wieder setzen. Also gerade was jetzt das Thema im Finanzministerium angeht oder draußen in den Finanzbehörden, habe ich auch sehr oft festgestellt, dass man hier noch nicht im Zeitalter des 21. Jahrhunderts angekommen ist. Man möchte zwar Online-Datenerfassung haben, aber man hungert meistens auf halber Strecke. Und der zweite Punkt ist natürlich die personelle Ausstattung. Wir haben oft sehr wenig Personal in den Finanzämtern. Kommen wir zu einem anderen Thema. Der Europäische Gerichtshof erklärte die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig. Denn das Speichern von Telekommunikationsdaten ist ein besonders schwerwiegender Eingriff in das Privatleben. Zudem stammt die Richtlinie aus einer Zeit, in der noch keine Haushaltsgeräte digitale Spuren ihres Nutzers weitergaben. Nun fehlt natürlich ein Mittel der Verbrechensbekämpfung. Es stellt sich die Frage, ob und in welcher Weise das zu kompensieren ist. Da wird man sich aber im Wesentlichen auf die Expertise unserer Behörden verlassen müssen. Die Freien Wähler stehen positiv gegenüber der Vorratsdatenspeicherung. Natürlich ist der Datenschutz ganz wichtig einzuordnen und auf jeden Fall mit zu beachten. Trotzdem müssen wir einfach auch schauen, dass wir im Zuge der Kriminalitätsbekämpfung und das wird immer wichtiger und immer eine größere Aufgabe, einfach auch die richtigen Grundlagen dafür haben. Und jetzt ist einfach das Urteil da und das kann man zugrunde legen, dass wir endlich jetzt in Deutschland ein Gesetz zur Regelung der Vorratsdatenspeicherung bekommen. Das war wieder Plenum TV für TV Aktuell. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Servus.